Zuerst befeuchtest du das Papier mit Wasser und gibst dann Farbe hinzu. Male auf noch nassem Untergrund die erste Qualle. Wichtig dabei ist, dass der Pinsel nicht mit zu viel Wasser benetzt ist. Föhne das Papier gut trocken und gib erneut Wasser hinzu. Male mit noch mehr Pigment am Pinsel eine zweite Qualle. Föhne nun das Papier trocken und trage nass auf trockenem Untergrund die dritte Qualle. Ein langes Tutorial dazu findest du auf meinem YouTube-Kanal.